Ich klau wieder Tracks raus, so wie Ex-Frauen. Das ist bitter, denn jeder kleinste Spitter zittert wie ein scheiß Fixer, der sich grad nix gespritzt hat. Eigentlich bist du auch ruhig, wenn du Schiss hast. Doch die Stricher touren trotzdem herum, als wären sie vom Zirkus Flickflack. Schlimm, was man hier mitmacht. Richtig ekelhaft, wenn jeder Spaß so eine Seele was von seinem scheiß Leben quatscht. Jedenfalls ist es menschlich, wenn man mal Fehler macht. Aber sowas für den einfach nur straight up passt wie ein Päderast. Doch wem erzähl ich das? Ihr hört, wie spät es ist. Und nach jedem Biss gegen mich sieht man, wer Schläge kriegt. Mir ist auch egal, ob das moralisch noch zu vertreten ist. Wie Kevin Smith bei Clerks, wo es der Fetischist einen Esel gibt. Ich bin es lediglich, doch es klingt, als ob eine Machete spricht. Denn ich säg und schnitt von einem Vers, der wie eine Schere fix auf die Schläfen sticht. Ist doch ein Witz, wenn ihr noch einer was auf die Szene gibt. Das RTL 2 skriptet ein Drama, nur ohne Tränenstift. Rapper, das leidige Thema, ihr seht's ja. Ich bin zu alt für die Scheiße, kann's nicht mehr machen, aber kann auch nicht gehen da. Jeder, der eben geradeaus gehen kann, hält sich vom Gegner. Schüler haben keinen Respekt mehr vor Lehrern. Rapper, das leidige Thema, ihr seht's ja. Ich bin zu alt für die Scheiße, kann's nicht mehr machen, aber kann auch nicht gehen da. Jeder, Ass oder Demlack, der Hip-Hop-Belegschaft bringt mich den Trainer. Kurz hol, aber große Redner. Heute ist jeder Esel ein Philosoph, so wie Hegel. Alle reden in Rätseln, doch ich glaub jedem Hip-Hop-Demel die Themen lieber direkt vor den Schädel. Der scheiß Martin Luther vom Wesel, ich regel und Rapper ziehen bloß wieder eine dumme Fresse wie Knebel. Die brauchen den Kopf für nix, außer dem Boxerschnitt und ihren Trottelblick. Jeder glotzt wie ein Fisch, als ob man von Politik oder wie ein Doktor spricht. Scheiße rappen, aber die Tolle sitzt, als ich denk von mir ständen Wemd, der sich kämmt oder Lady Lockenlicht. Was jeder labert, als käme er gerade aus Harvard, als wäre er ein wichtiges Zahnrad, als ob er den unfassbarsten Plan hat, aber... Da kriegt 2017 kein Haar nach, was man für Hip-Hop getan hat, heute wie damals, damit wischen sich die Kids ihren Arsch ab. Sehr einer von 100.000, vielleicht nicht aus wie ein Hundehaufen und käme nicht gerade aus Numbertshausen, hätte ich keinen Grund zu maulen und könnte runterschrauben. Doch solange die nicht aufhören, am Mikrofon rumzujaulen, muss ich meine Lungen entstauben und ich muss weiter Runden laufen. Rapper, das leidige Thema, ihr seht's ja, ich bin zu alt für die Scheiße, kann's nicht mehr machen, aber kann auch nicht gehen da. Jeder, der eben geradeaus gehen kann, hält sich vom Gegner. Schüler haben keinen Respekt mehr vor Lehrern. Rapper, das leidige Thema, ihr seht's ja. Ich bin zu alt für die Scheiße, kann's nicht mehr machen, aber kann auch nicht gehen da. Jeder, Ass oder Demlack, der Hip-Hop-Belegschaft bringt mich den Trainer. Kurz hol, aber große Redner. Aus dem Untergrund komm ich wieder, Ich hab mich nicht verändert. Aus dem Untergrund komm ich wieder, Wir rappen Rennen unter Blagen hier im Kindergarten. Aus dem Untergrund komm ich wieder, Ich hab mich nicht verändert. Aus dem Untergrund. Der Rap brennt unter Blagen.